Ja, vielen Dank. Also ich werde gleich mal anknüpfen an das, was Felix Lehmhäufer gesagt hat. Also ich hoffe, ich gebe Ihnen richtig wieder, dass also da China lange schon dabei ist, irgendwie eine Justiz aufzubauen und das klappt nicht so richtig. Also dem muss ich bei aller Kritik, die ich an den Verhältnissen in China habe, ich bin am Rechtsstaatsdialog mit China schon lange Zeit beteiligt, widersprechen. Also rein quantitativ und formal, wenn man das so sagen kann, und es gibt ja viele Gesetze auch bei uns, die keine besonders rechtsstaatliche Substanz haben. Antimonopolgesetz zum Beispiel, ja, gibt es bei uns, Wettbewerbsrecht gibt es bei euch, gibt es also auch in China, hat China eine gewaltige Entwicklung hinter sich gelassen und entwickelt sich auch ständig weiter, das betrifft auch die Justiz. Natürlich, da gibt es Mängel, ich werde darauf eingehen, aber der Hinweis ist deswegen wichtig, weil, das hatte ich ja vorhin schon mal angemerkt, wir eben oft auch in der Diskussion dann dazu neigen, bestimmte Sachen irgendwie gar nicht zu klären. Das ist Gewerkschaftsbegriff ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ja, Betriebsgewerkschaft ist eben funktionell bei uns der Betriebsrat, nicht die Gewerkschaft. Und Recht ist auch so eine Sache. Da stellen wir uns dann halt vor unser Rechtssystem, so ungefähr rudimentär, was wir darüber wissen und reden dann über das chinesische Recht. Und das geht eben nicht. Warum nicht? Das muss ich dann nicht, das ist jetzt nicht mein Vortrag, hätte ich einen eigenen zu halten können, aber das muss ich dann doch nochmal vorweg schicken. Man kann eigentlich nicht oft genug betonen, die Kulturrevolution war eine riesige Zäsur, das ist schon oft gekommen, aber was das Rechtssystem betrifft, war sie eben eine gigantische Zäsur, denn die Kulturrevolution bedeutete die Nichtexistenz von Recht, die Nichtexistenz von Justiz. Es war Tabula Rasa, da gab es dann zum Schluss, das haben ja dann ausgerechnet westliche Intellektuelle hoch gelobt, dann irgendwelche Nachbarschaftskomitees, die haben dann gesagt, ja, wenn es Streit gibt oder egal was das ist, ob das ein Verkehrsunfall war oder wie auch immer, dann passiert dies, dann passiert jenes, aber es war reine Willkür. Es gab keine Art von irgendeiner Berechenbarkeit und das ist auch ein interessanter Punkt. Da gab es ja schon mal eine Debatte eben auch zwischen Mao und Liu Shaoqi, dass eben Liu Shaoqi auf die Entwicklung eines sozialistischen Rechtsstaats gedrungen hat. Das war für Mao völlig undenkbar. Und ist da dann auch die Kulturrevolution beseitigt worden. Am Ende der Kulturrevolution, auch das vielleicht nochmal, weil euch das vielleicht hin und wieder mal wieder begegnen wird, wenn ihr nach China kommt, gab es eben nichts. Es gab also kein Rechtssystem und es gab zum Beispiel auch keine Richter und es gab erst recht keine Rechtsanwälte. Und da ist es interessant, das wurde ja oft dann immer kritisiert, auch von Medien hier, wer hat dann die Funktion von Richtern übernommen? Ja, das waren Militärkader. Aber aus einem ganz einfachen Grund, weil die einzige Institution, die es nach der Kulturrevolution gab, die halbwegs intakt war im Staat, war das Militär, sodass man dann aus diesen Kadern, aus den ehemaligen Kadern und so weiter, dann quasi so eine Art Hilfsrichter rekrutiert hat. Das ist inzwischen längst überwunden. Das hat China jetzt längst hinter sich gelassen. Aber ich erwähne das deshalb, weil auf jeden Fall die Existenz von Recht als solchem, also mal völlig unabhängig von der Frage, was für ein Recht, sondern die Existenz von Recht als solchem von den Chinesen als Fortschritt betrachtet wird. Und das muss man auch akzeptieren, weil eben die Kulturrevolution ihnen gezeigt hat, was es bedeutet, gar kein Recht zu haben. Also insofern würde ich sogar so weit gehen und sagen, so zynisch das klingt, diese Geschichte mit Bo Xilai, ist ganz interessant, dieser Hinweis. Aber das ist genau der entscheidende Punkt. Das lief eben früher anders. Da wurde dann, was weiß ich, ne, im stalinischen System wurde es anders gemacht, das ging wesentlich schneller. Der hat auch versucht, dann irgendwelche Prozesse zu inszenieren, das war natürlich alles getürkt. Jetzt läuft es anders, weil alle Leute irgendwie Dreck am Stecken haben, ist es gar nicht so schwierig, das chinesische Strafgesetzbuch zu nehmen und mindestens 4 oder 5 Paragraphen zu finden und ein ordentliches Gerichtsverfahren zu machen, dann wird er verurteilt. So ist es bei Bo Xilai gelaufen. In einem Fall war sogar noch Mord mit dabei. Dass die Intention eine ganz andere war, als rechtsstaatliche Verhältnisse herzustellen, ist klar. Aber ich glaube, da besteht inzwischen ein Zwang, weil es gab nämlich mehrere Kampagnen, die auch sehr nachhaltig waren. Ich komme da zum Arbeitsrecht auch gleich noch an der Stelle, die nämlich dahin gingen zu sagen, es ist ja sogar eine Losung der Kommunistischen Partei gewesen, regieren mit Gesetzen. Alle unterliegen dem Gesetz, auch die Partei. Das ist dann unter anderem Ausdruck dieser Tatsache. Ob das jetzt für unser Verhältnis ist das nicht optimal, völlig klar. Aber für die Chinesen wird das natürlich schon als eine historische Veränderung angesehen. Also, ich wollte nun mich beschränken, logischerweise auf das Thema Arbeitsrecht und auch vor dem Hintergrund von Arbeitskonflikten, das haben wir ja nun ausgiebig behandelt, dann zur Entwicklung des Arbeitsrechts was sagen, zu den allgemeinen Rechtsquellen, zur Sanktionierung und dann vor allem zum Arbeitsvertragsgesetz, soweit noch die Zeit besteht, dann vielleicht auch zum Sozialversicherungsrecht, das müssen wir dann nochmal schauen. Zu den Arbeitskonflikten und dem Arbeitsrecht. Es ist so, das ist natürlich schon, das ist ja auch, glaube ich, angesprochen worden, es gab in der sogenannten Mao-Verfassung, ging ja mit der Kulturrevolution zusammen, in der Tat, das Recht wurde abgeschafft, aber es gab eine Verfassung, das ist kurios, und da gab es tatsächlich auch ein Streikrecht. Kann man nicht oft genug betonen. Warum? Nicht, weil
die Arbeiter nun vom Streikrecht zur Zeit Mao so viel Gebrauch gemacht hätten, sondern weil das einfach den Diskurs, auch den juristischen Diskurs, den gibt es ja überall, den gibt es bei uns in Deutschland auch, in Österreich auch, gibt ja genügend Juristen, die diskutieren möchten und wollen und können. Und es gibt auch juristische Diskussionen in den Gewerkschaften und auch innerhalb der Arbeiterschaft. Das hat ja auch immer was zu tun mit der Frage, wie weit man Rechte wahrnehmen kann, dass man ein Recht für sich reklamiert. Und diese Tatsache, dass es mal in einer chinesischen Verfassung ein Streikrecht gab, spielt in der Debatte eine sehr große Rolle. Also zum Beispiel in Oldenburg, wo wir die Konferenz hatten, gab es also mehrere chinesische Experten aus China, die sich darauf beriefen und dann sagten, das sei abgeschafft worden im Zuge der Modernisierung als Gegenleistung für die ausländischen Investoren. Ob das richtig ist, lasse ich mal dahingestellt, aber es spielt in diesem Diskurs durchaus eine Rolle. Also nicht real, damals unter Zeiten von Mao, sondern heute in dem juristischen Diskurs über die Frage des Streikrechts. Denn heute wissen wir, es gibt zwar kein Streikrecht, es gibt aber auch kein Streikverbot. Und dieser gewissermaßen Zustand, der sich quasi aufhebt, wird nun ausgefüllt durch die Praxis. Das ist eine hochinteressante Geschichte, denke ich, an der man dann auch sehen kann, wie sich sozusagen die Dialektik von Konflikten und auch Recht, was dann danach entsteht, entwickelt. Und natürlich ist es vollkommen klar, diese Arbeitskonflikte haben für die Entwicklung des Arbeitsrechts selber große Bedeutung gehabt. Einerseits die Abwehrkämpfe während der Transformationsphase, also der großen Privatisierungswelle, eigentlich weniger, aber dann auf jeden Fall die Streiks, die dann dem folgten, vor allem von der Streikswelle der zweiten Generation der Wanderarbeiter ist die Rede. Das ist völlig unzweifelhaft, aber es ist eben auch so, das kann man nicht oft genug betonen, dass eben das Arbeitsvertragsrecht seit 2008, nicht das, was es vorher gab, das Law d'Enfer seit 1995, sondern das seit 2008, eine erhebliche stimulierende Wirkung auch für die Entwicklung von Arbeitsstandards gehabt hat. Bis 1990 gab es eigentlich nur einen Flickenteppich, was das Arbeitsrecht betraf, Stichwort eiserne Reisschüssel, also es gab so eine Art Beschäftigungsgarantie, so eine Art Beamtenstatus, zumindest von Kadern, wobei Kader nun nicht die ganz großen Kader waren, sondern Kader, das war ein anderer Begriff für Angestellte und alle, die dann als Aushilfskräfte tätig waren oder befristete Beschäftigung hatten, die waren nun nicht geschützt in ihrem Status, die anderen allerdings schon. Und 1990 gab es dann diese Zäsur, also ab 1990 in einzelnen Bereichen und dann 1995 endgültig durch das damalige Arbeitsgesetz, dass praktisch von heute auf morgen, natürlich mit gewissen Übergangsregelungen, diese feste Anstellung auflöste in eine, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, gar nicht normales Arbeitsverhältnis, sondern es wurde das befristete Arbeitsverhältnis zum Regelarbeitsverhältnis. Also es wurde sozusagen nur die vorübergehende Beschäftigung, also bei der von vornherein klar war, mach dir gar keine Illusion, du hast hier nichts, du brauchst dir gar nicht die Hoffnung zu machen, dass du ewig bleiben kannst. Angesagt ist Flexibilität. Das war die Agenda und das wurde durchgesetzt und das hat natürlich auch ideologisch, psychologisch bei den Betroffenen erhebliche Auswirkungen gehabt. Man kann sich das nicht oft genug betonen, weil in der Tat dann natürlich ein Paradigmenwechsel mit verbunden war, der auch extreme Einschnitte in das persönliche Leben bedeutet hat. Und seit 95 nun, diese Zeit von 95 bis 2008, gab es eben eine riesige Debatte. Man kann nicht sagen, es gab keine Kampagne, aber es gab eben eine Debatte, die vor allen Dingen auch durch die Entwicklung des Internets und so weiter beschleunigt wurde. Verhältnisse der Wanderarbeiter spielten dabei nur eine Rolle. Umweltverschmutzung, verheerende Arbeitsbedingungen zum Beispiel in der Schuhindustrie, auch da wieder spielt der Guangdong damals noch eine sehr unrühmliche Rolle, die letztlich mehr oder weniger dann den Ausschlag gegeben hat zu der Debatte, wie kann man jetzt neue gesetzliche Regelungen schaffen. Das Interessante ist, es ist nicht ein neues Gesetz, das das alte abgelöst hat, das gibt es nach wie vor, sondern es ist ein Gesetz, das, ja, also juristische Dogmatiker könnten verzweifeln, es ist eigentlich nicht eine Ergänzung, aber die beiden bestehen nebeneinander. Warum man das so gemacht hat, darüber kann man streiten, aber das Interessante ist eben an diesem Gesetz, ich weiß nicht, ob ich hier das Bild habe, da habe ich nun leider auch ein Bild ohne mich, aber einfach mich mal wegdenken, aber ich rechne mir zugute, ich habe es halt mal selber entdeckt und nirgendwo, in keiner einzigen, sei es rechtssynologischen Literatur oder in anderen Geschichten, Veröffentlichungen auch bei uns,
Bei China spielt das eine Rolle und ich frage mich eigentlich, wieso. Ich trete da aus in Haidian aus dem Hotel raus, gleich neben der Volksuniversität und gehe da halt durch so ein Dangwei und finde eben an allen Ecken und Kanten diese Plakate. Das hat es in sich. Man kann es nicht oft genug betonen. Das waren meterlange Comics, die man da sieht. Und die handeln nur von einem einzigen Thema. Demnächst werdet ihr mehr Rechte in den Betrieben haben. Nutzt sie. Nehmt sie wahr. Und das ist ja nun eine Geschichte, die nur nicht in einem beliebigen Pekinger Distrikt da gemacht worden ist, sondern die landesweit passiert ist, vielleicht in Peking vorbildlicher als in anderen. Es passierte auch im Internet. Es gab viele Tausende von Veranstaltungen, aber das sagt sich dann immer so leicht, Stichwort Massenkampagne, das ist dann so ein bisschen, klingt so ein bisschen denunziatorisch, man denkt, das muss man nicht ernst nehmen. Nein, ich habe es selber mit eigenen Augen gesehen und ich kann dazu nur sagen, aufgrund meiner eigenen beruflichen Erfahrung auch, wenn man Arbeitern von Regierungsseite aus, das ist ja die Regierungsseite, klar macht, du hast demnächst Rechte und nehme sie wahr, dann ist das eine Sache, bei der man einfach sagen muss, das gibt es bei uns nicht. Wo würde denn hier der Bundeskanzler in Österreich oder Frau Merkel losziehen und sagen, also jetzt müssen wir mal eine Kampagne, flächendeckend, die Arbeiter nehmen viel zu wenig ihre Rechte wahr, das muss mal ganz anders werden. Und dies hat natürlich allein deshalb, allein, wie gesagt, wir können es auch annehmen und vermuten, wenn wir es mit unseren eigenen Verhältnissen vergleichen, zu einer enormen Beeinflussung meines Erachtens der Bereitschaft auch von den Arbeitern geführt, Rechte wahrzunehmen. Das heißt also, bei den anderen Beiträgen ist das Thema Arbeitsrecht auch erwähnt worden. Aber das Arbeitsvertragsgesetz hat hier eine andere Rolle. Nicht das Arbeitsvertragsgesetz als solches hat unmittelbar Einfluss genommen auf die Entwicklung von Arbeitsbeziehungen. Das kann man eher ein bisschen vernachlässigen, sondern das Entscheidende ist allein die Inkraftsetzung des Gesetzes. Und das, was sozusagen als Begleitmusik dazu auch von Regierungsseite und von den chinesischen Medien gelaufen ist, hat einfach vielleicht auch, haben die Regierenden das nicht richtig überblicken können, vielleicht war es ein bisschen naiv, aber ich denke mal insgesamt ist positiv, hat dazu beigetragen, dass man gesagt hat, wir nehmen die Rechte wahr. Man hat dann nämlich irgendwann erkannt, man liest das, es ist in Massenauflagen verteilt worden, überall im Internet zugänglich und dann vergleicht man das, was da drin steht. Erst recht, vorher, wer macht das heute jetzt in Österreich oder in Deutschland, liest ständig irgendwie das Arbeitsgesetz. Also das machen Betriebsräte, normale Arbeitnehmer nicht unbedingt. In China war das anders, hat zu einer enormen Popularisierung des ganzen Arbeitsrechts geführt und hat eben letztlich dazu geführt, nicht nur, dass Rechte wahrgenommen wurden, sondern dass man einfach durch den Vergleich von Wirklichkeit und Norm festgestellt hat, da ist ein Defizit. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, nun nicht nur das auch, ist gesagt worden, Schiedskommission der Arbeitsverwaltung angerufen, sondern auch dann gesagt, also wir schmeißen die Brocken hin, das sollen wir so lange diskutieren. Steht da im Gesetz drin und hat dann auch mit den entsprechenden Unternehmen diskutiert. Das heißt, das Gesetz selber hat, ohne dass es unmittelbar vollzogen worden wäre, das hat ja auch eine gewisse Zeit lang gedauert, dann noch die Kampagne dazu beigetragen, dass man es wesentlich mehr genutzt hat, auch sozusagen wahrscheinlich sogar auch Konflikte damit ausgelöst hat. Anderes Beispiel, auch zu derselben Zeit, das war alles Ende 2007, Anfang 2008, das war noch vor den Olympischen Spielen, ein Aufruf zur Stärkung des Rechtsbewusstseins in Peking, eine beliebige Stelle, jede Menge große Werbeflächen, die eben dazu genutzt wurden, zu sagen, Leute, regieren mit Gesetzen heißt eben auch, dass Rechte wahrgenommen werden müssen und dass das Rechtsbewusstsein zu stärken ist. Also das kann man eigentlich aus meiner Sicht nicht oft genug betonen, weil es eine große Bedeutung für die Entwicklung, nicht nur des Arbeitsrechts, auch für die Entwicklung von dann Arbeitsstandards gehabt hat. Um das jetzt nochmal vielleicht kurz festzuhalten, ich habe hier so, ja, das sind 7 Punkte aufgelistet, etwas vereinfacht. Das ist eigentlich so eine Art Pyramide sozusagen, wo sind die günstigsten Arbeitsbedingungen, muss man einfach sagen, in der Verwaltung oder den noch existierenden Staatsunternehmen. Das sind die absolut günstigsten Arbeitsbedingungen. Ich habe selber ganz konkret erlebt, eine Bekannte hat mich jetzt vor kurzem besucht und arbeitet bei Sinopec und war mal eben vor einem Monat in Deutschland. Das ist bei jemandem, der bei Foxconn arbeitet oder auch bei Siemens, nicht möglich, mal eben für einen Monat. So, es war aber möglich, weil eben Sinopec der Arbeitgeber war. Wir haben dann das Gesetz und dann haben wir alle diejenigen, die ja schlecht und recht sich vielleicht gerade am Standard des Gesetzes orientieren, also Großbetriebe, die als Joint Venture betrieben werden, rein chinesische Unternehmen. Und ganz unten haben wir, das muss man einfach sagen, das
muss man auch immer, finde ich, ein bisschen bei den Untersuchungen von Streichs berücksichtigen, japanische Unternehmen und taiwanische. Wir wissen ja, dass manche dieser Konflikte nicht zufällig stattgefunden haben, in japanischen Unternehmen, auch in taiwanischen, und dass die Medien zum Beispiel auch wiederum ganz anders reagiert haben, jeweils nach der Frage, ist es ein chinesisches Unternehmen oder ist es ein japanisches. Und das Pech von Honda war eben, dass es ein japanisches Unternehmen ist, und deswegen ist da eben sehr viel, jedenfalls in der Hochphase des Konfliktes, gut gelaufen. Die Arbeiter haben mit den Medien zusammengearbeitet, die Medien haben berichtet. Ja, klar, weil die Japaner standen wirklich zum Rücken, die haben in China nichts, sich zu rechtfertigen. Das ist also aufgrund der Geschichte. Während es andere Arbeitskämpfe gibt, muss man einfach sagen, wurde nicht berichtet. Die taiwanischen Unternehmer, die eigentlich da am rigorosesten sind, sind da wesentlich mehr geschützt als die japanischen Unternehmen, weil sie eben dann halt auch als chinesische Unternehmen gelten. Also der Standard ist ganz unterschiedlich. Grob gesagt, wenn man es jetzt in diese Bereiche einteilt, natürlich gibt es dann auch wiederum Abweichungen, je nachdem, wo die Belegschaften selber auch es erreicht haben, dass der Standard des Gesetzes durchgesetzt wird. Dieses habe ich mal hier einfach in letzter Sekunde aufgenommen. Das ist ein Foto, was mir jetzt gerade aus China geschickt worden ist. Ich saß in der TU, der Kantine der Technischen Universität in Hamburg-Harburg, und hatte mein Frühstück, Chinesen machen das ja oft, nehmen das Foto auf, ich habe es dann auch gemacht, mein Frühstück fotografiert und übers Internet, über WeChat geschickt. Ich bekam dann das als Antwort, weil das war das Essen, war natürlich kein Frühstück, das war dann zu dem Zeitpunkt Mittagessen, in der Kantine, Betriebskantine von Sinopec. Und als ich jetzt eben gestern hierher kam, oder vorgestern, Josef berichtete mir, dass jetzt Sinopec eben auf der Liste offenbar der Unternehmen ist, die jetzt mit privatem Anteil ausgestattet werden sollen. 1 Euro für dieses Essen. Also das kann man nicht mit einer, sage ich jetzt einfach mal, so mit einem normalen Mensa-Essen vergleichen. Ob das also dann noch lange anhalten wird, wenn dann dieses Unternehmen auch teilprivatisiert wird, möchte ich bezweifeln, weil ja eigentlich bei fast allen Privatisierungen, egal welche es sind, meistens die Arbeitsbedingungen das Erste sind, was dann daran zu glauben hat. Es ist so, dass es in China zwar keine Arbeitsgerichte gibt, das ist aber gar nicht so schlimm. Warum nicht? Es gibt die Volksgerichte, die sind allgemein zuständig für die Justiz, aber die Schiedskommissionen der Verwaltungsbehörden sind wesentlich effektiver. Man muss dazu sagen, dass die Verwaltungsbehörden umfassende Kontrollbefugnisse haben in Bezug auf die Einhaltung des Arbeitsrechts. Das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Frankreich zum Beispiel ist es auch anders als bei uns. Aber wir haben eben halt das Problem, dass dann Betriebsräte und Gewerkschaften oder auch einzelne Beschäftigte sehen müssen, wie sie ihre Rechte vor Gericht durchsetzen. In China ist es möglich, ob das gemacht wird, ist eine Frage des Kräfteverhältnisses, dass die Arbeitsverwaltung selber Initiative, die geht in den Betrieb, oder ich sage da Bescheid, ich erstatte sozusagen eine Anzeige quasi und dann können die kontrollieren, wird der Mindestlohn gezahlt, ja oder nein, es kostet den Arbeiter gar nichts. Oder man stellt eben entsprechende Anträge bei den Schiedskommissionen, die dann entsprechende Verfahren durchführen. Diese Verfahren sind erheblich erleichtert worden in den letzten Jahren. Ich kann das mal hier zeigen, es gibt eine wachsende Rolle. Irgendjemand hat das vorhin, glaube ich, sogar schon erwähnt, also 7.000 Kläger bei etwa 314.000 Verfahren vor einigen Jahren noch. Und es ist eine erhebliche Vereinfachung des Verfahrens. Es können mündlich Anträge gestellt werden, die müssen nicht schriftlich gestellt werden. Man hat mehr oder weniger fast 2 Monate Zeit, Rechte durchzusetzen. Das ist ja bei uns auch alles sehr stark verkürzt. Wir nennen das Ausschlussfristen, Verjährung und so weiter und so fort. Und es gibt zum Beispiel bei Geringverdienern und bei geringen Streitwerten gar keine Möglichkeit, dass der Arbeitgeber gegen eine solche Entscheidung noch mit dem Rechtsmittel vorgeht. Das heißt, diese Schiedskommission entscheidet und Schluss, da kann er auch nicht zum Volksgericht gehen. Ich will damit nur sagen, hier ist auf jeden Fall der gute Wille, etwas für die Arbeiter zu schaffen, erkennbar. Das heißt aber nun nicht, dass das Gesetz selbst, da kommen wir wieder auf das Thema neoliberale Einfluss zu sprechen, dass das Gesetz selbst sozusagen wirklich in reiner Form Arbeiterinteressen vertreten hat, wie auch. Es gab bei der Debatte über die Entstehung des Gesetzes von vornherein 2 Strömungen. Vereinfacht gesagt, die eine repräsentiert durch Chiang Kai, da war ja eine Staatsratskommission drin, und die andere durch Dong Bafa, ein Professor für Recht auch von der Renmin-Universität.
der mehr oder weniger das Arbeitsrecht so definiert hat. Arbeitsrecht heißt, das sind Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die sind sich im Prinzip im Wege der Vertragsfreiheit, sind sie miteinander verbunden, die haben gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Arbeitnehmerschutzrecht brauchen wir nicht, wir brauchen den Unternehmer ja auch nicht zu schützen. Also eine ganz naive Ideologie noch aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, bei uns längst überwunden, auch sicherlich hier auch in der Europäischen Union. Und hier galt es nun, einen Kompromiss zu finden. Das heißt, es sind einige Dinge zwar erheblich verbessert worden, das unbefristete Arbeitsverhältnis wurde zum Regelarbeitsverhältnis, Befristungen wurden an Voraussetzungen gebunden, betriebsbedingte Kündigung zum Beispiel nur bei unbefristet Beschäftigten, aber zum Beispiel bei der Abfindung, etwa bei Entlassungen, war es so, dass man ursprünglich vorsah, Abfindung von 2 Bruttomonatsgehältern, da gab es eine Riesenkampagne. Einmal nicht jetzt so von diesen neoliberalen Professoren, sondern es gab eine Kampagne von der europäischen und der US-amerikanischen Handelskammer, die dann auf den Fluren, im wahrsten Sinne des Wortes, die haben den Chinesen gezeigt, was Lobbyismus ist, auf den Fluren des Nationalen Volkskongresses darum geworben haben, dass das Gesetz nicht in dieser Form verabschiedet wird. Das haben sie auch erreicht. Das heißt, es gab einen massiven Einfluss, ganz offen, auf die Gesetzgebung selber, die dann zu einer Verwässerung von einigen Vorschriften geführt hat. Beispielsweise im Bereich der Teilzeitverträge ist es auch so gewesen, dass dort bestimmte Standards wieder unterlaufen wurden, sodass das Gesetz jetzt selbst etwas janusköpfig ist. Das Zweite ist, dass die Verordnung über die Durchführung des Gesetzes kurioserweise wieder bestimmte Standards zurückgefahren hat, was überhaupt nicht geht. Wenn ich also ein Gesetz habe und dann eine Durchführungsverordnung, kann ich nicht mit der Durchführungsverordnung das Gesetz ändern. Hat man aber gemacht. Das ist eine klare unternehmerfreundliche Politik. Auf der anderen Seite hat man jetzt seit 2013, auch das ist wieder diese janusköpfige Geschichte, die Leiharbeit erheblich eingeschränkt. Das ist also, finde ich, durchaus vorbildlich. Modellhaft eigentlich für hiesige Verhältnisse, sekundäre Funktion der Leiharbeit, also dass Leiharbeit nur ausnahmsweise gemacht werden darf, nur für Kurzüberlassungen erfolgen kann, nur für vorübergehende Tätigkeiten und dass vor allen Dingen eben gleiche Bezahlung